Ja, ihr Lieben, man sieht das jetzt nicht so gut mit meiner Kamera. Ich habe so einen gelben Filter, nicht, also nicht einen gelben Filter, so ein gelbes Ding drinne. Das ist jetzt schade, sieht man nicht beim Aufnehmen. Hab vergessen das jetzt. Aber gut, ich denke mal, ihr seht es ja selber, wenn ihr hochguckt. Wir haben jetzt, ein Kumpel von mir hat es mir gerade gesagt, das wusste ich selber erst gar nicht. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Wir haben ja jetzt hier den großen blauen Mond, die Vorstufe zu dem roten Mond. Der dann kommt, wollte ich jetzt mal kurz ein Video machen. Also es schimmert schön blau, ist extrem grell. Also ihr seht ja, also meine Kamera ist jetzt nicht die beste, ist klar, aber ihr seht jetzt mit den eigenen Augen die linke Backe, also von ihm aus, also vom Mond aus gesehen, die linke Backe, sag ich jetzt mal. Ja, Mann im Mond und so weiter. Reflektiert gerade extrem das Licht, als ob er glühen würde da, total heiß wäre, ne? Klar, wie gesagt, meine Kamera sieht man das jetzt nicht so. Gut, wollte ich nur mal einen kurzen Zwischenvideo machen, ganz schnell. Wir haben jetzt 10 Uhr und ich glaube um 1 Uhr hat mein Kumpel mir gesagt, wird der Mond dann rot, dann werde ich da noch mal ein Video machen, das aufnehmen. Leider mit dieser schlechten Kamera. Habe schon ein neues, morgen werde ich ein neues Handy holen, also bestellen schon. Das ist mir runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr haltet durch. Das ist eine einmalige Gelegenheit, sowas zu sehen. Und seht heute Nacht den Blutmond. So.